Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute ein Blog, den Sie immer dann beachten sollten, wenn Sie zum Beispiel mit Futterautomaten arbeiten, aber nicht nur das, wenn Sie auch mit Futtereimern arbeiten, die Sie jetzt über viele Jahre, Monate im Einsatz haben. Es geht um die Hygiene dieser Teile. Wenn man sich mal überlegt, wir überlegen uns, wie schnell kommt der Kot aus dem Teich, wie schnell wird der Kot aus dem Wasser entfernt, wie schnell kommt er vom Teich zur Filteranlage. Da legen wir auf die Hygiene den allergrößten Wert. Aber bei sehr vielen Teichen, wo ich aufschlage und ich schaue mir an, wie zum Beispiel Futterautomaten innen aussehen oder auch Futtereimer, wo jetzt über Monate, zum Teil über Jahre das Futter nur nachgekippt wurde, aber das Behältnis selber nie vom alten Futter gereinigt wurde, da muss ich sagen, muss ich mich manchmal schon ein bisschen wundern. Und gerade bei Futterautomaten, da gibt es ja die verschiedensten Architekturen, wie die funktionieren. Manchmal ist eine Schnecke innen drin, manchmal ist es ein Metalldraht, der innen entlang läuft. Und das ist natürlich immer irgendwas, das Futter, wenn es durch den Futterautomat durchläuft, das hat so seinen Eigenabrieb. Und dieser Eigenabrieb, der setzt sich dann in der Regel irgendwo an der Außenwand des Futterautomats ab. Und was dann noch tödlich hinzukommt, Futterautomaten sind natürlich immer irgendwo in der Nähe von Feuchtigkeit. Also die Luftfeuchtigkeit über diesen unter den Futterautomaten oder am Futterautomat ist sehr hoch. Und was ist das Resultat? Schimmelpilz. Und das kann im schlimmsten Fall zur sogenannten Bildung von Aflatoxinen, da können Sie mal auf dem Internet nachgucken, was die alles machen. Das ist eines der stärksten in der Natur vorkommenden, krebserregenden Stoffe überhaupt. Und diese Aflatoxine sind durchaus in der Lage, auch so einen Fischbestand komplett auszurotten. Wir hatten jetzt nicht hier, das war in einem anderen Fall. Ich möchte auch sagen, wer den Futterautomat hier, den Typ kennt, da geht es nicht um diesen Typ, es geht grundsätzlich um alle Futterautomaten. Also der Futterautomat ist hervorragend, da gibt es überhaupt nichts, kenne ich keine Beschwerden. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir hatten einen anderen Fall, wo Melanie jetzt vor 2 Monaten hingerufen wurde, wo plötzlich 2 Fische gestorben sind, ohne äußere Anzeichen. Also die sind einfach tot im Becken gelegen. Als sie dann rumgedreht hat und abgestreift hat gegen die Kloake, hat sie gesehen, dass da eine blutig, eitrige und extrem stinkende Substanz, eine Flüssigkeit ausgetreten ist. Und dann haben sie Ursachenforschung, haben erstmal irgendwelche Bäume angeschaut, was sind da für Beeren drauf und sind irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen. Und am Ende, plötzlich haben sie gemerkt, dass in der Luft ein extremer Schimmelgeruch, also ein extrem ekeliger Fäulnisgeruch ist. Und dann haben sie gemerkt, dass ein Futterautomat, aber ein anderes Modell, dass in diesem Futterautomat regelrecht Schimmelbildung war. Und da war genau das Gleiche. Der Besitzer war, glaube ich, 4 Wochen im Urlaub und es hat nur einer permanent den Futterautomat nachgefüllt. Und in der Zeit hat sich dieser Schimmel und maßgeblich, es ist nur eine Vermutung, entsprechend ein Giftstoff gebildet. Man hat aber, und das muss ich dazu sagen, es wurde jetzt nie ein Laborbefund erstellt, dass man jetzt wirklich den Giftstoff hätte nachgewiesen. Aber die Symptomatik, und da hat Sandra Lechleiter nachher auch gesagt, das ist weit mehr als eine Arbeitstheorie, das ist also schon fast gesichert. Dass also das Gift, was über dieses verschimmelte Futter nachher von den Fischen aufgenommen wurde, dass das also mutmaßlich dann wirklich für den Tod der Fische herangezogen werden konnte. Man hat die Überlebenden hat man dann nur noch mit Reis gefüttert. Man hat ihnen eigentlich eine relativ strenge, lange Diät verordnet und ist dann auch nichts weiteres mehr passiert. Aber wenn das der Fall war, ist es natürlich ärgerlich, dass man sich nicht im Vorfeld um den Futterautomat gekümmert hat. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um Futterautomaten, es geht auch um Eimer, es geht um eigentlich alles, wo Futter drin gelagert wird. Das sollte in regelmäßigen Abständen sauber gemacht werden, um einfach zu verhindern, dass da irgendwelche Schimmel oder Fäulnis oder Schimmel oder Substanzen, die durch Schimmel und oder Fäulnis entstehen, in die Koi hineingelangen. Weil Sie wissen, die Koi sind gierig, die würden vielleicht in ihrer Gier auch mal was fressen, wo sie normalerweise in der Natur nicht drangehen würden. So, das jetzt zu dem Thema. Also schön auch beim Futtermittel- und Futtermittelaufbewahrungs- und Automaten auf die Hygiene achten. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Blog.